Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es wieder Neuzugänge vom Dezember diesmal. Heute haben wir den 30. Dezember. Morgen ist Silvester, Neujahr. Und ich bezweifle, dass heute und morgen noch Bücher bei mir einziehen werden. Deswegen zeige ich euch jetzt Bücher, die ich im Dezember gekauft habe. Es sind ein bisschen mehr als im November. 14 Bücher. Ja. Ich zeige es euch einfach unzeigespannt. Im Dezember war ja das 6. Weißblatt Booktour-Treffen in Regensburg diesmal. Ich verlinke euch das Video am Schluss oder da oben bei dem kleinen i. Und da habe ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher gekauft. Also eigentlich die meisten, die Hälfte davon. Das erste wollte ich auch schon so lange lesen, es klingt so genial. Vielleicht kennt das schon jemand und es hört sich so genial an. Ich weiß nicht, ob das schon mehr kennt, aber es hört sich so genial an. Genau was für mich. Nämlich Walt von Russell Wengers, wie auch immer man den Namen aussprechen möchte. Und das klingt so genial. Du kennst ihn nicht, doch du stehst auf seiner Liste. Nach dieser Lektüre werfen sie ihren Einkaufszettel garantiert nie mehr achtlos weg. Ich verlinke euch alle Bücher in der Infobeschreibung, sonst, wenn ich jetzt überall sagen würde, worum es geht, würde das Video so lange dauern. Auf jeden Fall ist es ein Psychothriller. Da bin ich schon sehr gespannt. Er ist nicht dick. Hat nur 300 Seiten, lässt sich bestimmt auch schnell lesen. Ebenfalls am Booktour-Treffen habe ich mir das neue Buch von Jack Ketchum geholt, nämlich Jagdtrip. Ich habe von Jack Ketchum Evil gelesen, das fand ich so, naja, habe ich aber auch schon mal, glaube ich, erwähnt. Und ich habe von ihm noch Blutrot hier, bin schon sehr gespannt drauf. Dann ein Buch, das ich schon gesehen habe bei mir. Ich habe es mir nochmal gekauft. Ich werde gleich sehen, warum. Ich werde euch auch sagen, was ich mit dem anderen Buch mache. Das Paket von Sebastian Fitzek. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste es in der ersten Folge haben mit der richtig coolen Verpackung. Ich musste es einfach so haben. Es sieht einfach so, so genial aus. Und deswegen habe ich es mir jetzt nochmal gekauft. Und ich bin schon so gespannt drauf. Ich werde das Paket jetzt am heutigen Tag beginnen mit Steffi von Steffis Kleine Bücherexpress gemeinsam lesen. Und ich habe das Buch jetzt zweimal. Einmal in der ersten Auflage und einmal in der zweiten Auflage. Und das in der zweiten Auflage werde ich dann irgendwann verlosen an euch. Also es wird auf jeden Fall ist das nächste Buch, was ich lese. Dann ein Buch, das sich auch sehr genial anhört. Ich will es auch unbedingt bald lesen. Underground von S.L. Grey. Ich will es jetzt auch bald lesen. Das Cover ist so Gummi. So ein gummihaftes Cover. So cool. Ich bin gespannt drauf. Es klingt so genial. S.L. Grey schreibt auch Bücher oder hat Bücher geschrieben für den Festa Verlag. Und es klingt so genial. Ich bin so gespannt. Hat das schon jemand gelesen? Meinung in die Kommentare, wie zu allen anderen Büchern auch. Dann ein Buch, das eigentlich wirklich nur ein Spontankauf war, weil es so schön aussieht und es sich so genial anhört. Genau das, was ich gerne lesen möchte. Das Cover sheet und so ist richtig edel und schön aus, deswegen habe ich es mir mitgenommen. War auch das einzige, was da war von dem. Nämlich der 13. Stuhl von Dan Shelton oder Dave Shelton. Ich denke, der heißt Dave Shelton und das sind richtig 13 Geschichten von klassisch bis modern. Das klingt so genial. Und es sieht auch noch so schön aus. Es ist ein sehr kompaktes Format, also nicht viel größer als meine Hand eigentlich. Sehr cool und es sieht so, ich müsste echt sagen, das sieht so schön aus. So geheimnisvoll und unheimlich. Und das klingt so genial. Dämonische Katzen und manische Schriftsteller. 13 Geschichten von klassisch bis modern. Das klingt genial. Hat das schon jemand gelesen? Kennt das jemand von euch? Bin ich sehr gespannt drauf, ob das jemand kennt von euch. Dann noch ein Buch, das ich sehr genial anhört, das ich euch auch mal bei irgendeinem Neuerscheinungsvideo vorgestellt habe. Und es klingt genial, ist ein Horror-Thriller, genau was für mich. Nämlich Dark Wood von Thomas Finn. Auch das wollte ich schon so lange lesen. Und jetzt habe ich es. Es ist recht dick, es hat schon ziemlich dick. Über 400 Seiten. Und dicker Schinken. Norwegens undurchdringliche Wälder. Ein tiefes Höhlensystem und etwas, das dort lauert. Uralt und grausam. Ich will es lesen. Ich will alle lesen. Das letzte Buch vom Booktuber-Treffen, das sich auch sehr genial anhört, das ich euch auch in einem neuen Erscheinungsvideo vorgestellt habe, das auch schon mittlerweile ein paar gelesen haben.
ich noch nicht. Das ist der erste Teil einer, ich glaube, Trilogie. Und es klingt so genial. Es sieht aus wie ein Science-Fiction-Roman, klingt aber jetzt nicht danach. Nämlich The Cage entführt von Megan Shepard. Das ist auch ein ziemlicher Brocken. Hat auch über 400 Seiten. Und das sieht wirklich nach Science-Fiction-Roman aus. Aber es klingt gar nicht so. Du bist allein entführt und Millionen Kilometer von zu Hause entfernt. Ich glaube, es geht eher in die Dystopie-Richtung. Könnte ich mir jetzt vorstellen, vom Klappentext her. Und so in die Richtung von Das Labyrinth der Wacht. Die Auserwählten-Reihe von Sam Stechner. Genau, ich glaube, das geht so in die Richtung. Vielleicht auch nicht, ich bin gespannt. Auf jeden Fall will ich das auch unbedingt bald lesen. Dann hat mich wieder ein Abo-Buch erreicht vom Feste Extrem Verlag, nämlich Tim Miller, Nacht der Rache. Und es ist noch eingeschweißt. Und das ist wieder ein recht dünnerer Feste Extrem Band. Bin gespannt. Ich will jetzt unbedingt wieder mehr Feste Extrem Bände lesen. Jetzt bin ich wieder total in Horrorlaune, weil ich einen Horrorroman jetzt beendet habe, gestern. Und jetzt bin ich wieder total in der Horrorschiene mit drauf, dass ich unbedingt jetzt wieder mehr Feste Extrem Romane lesen muss. Und das ist Band 22 schon. Bin ich schon sehr gespannt. Das klingt auch wieder sehr genial und sehr brutal. Bin schon sehr gespannt. Auch das Cover schon. Der Mann im Koffer nackt eingesperrt. Oder Mann oder Frau, ich weiß es gerade nicht. Kann man jetzt nicht genau sagen. Dann kommen zwei Bücher, die eigentlich auch nur spontan bei mir eingezogen sind. Eigentlich schon ziemlich gemein, muss man sagen. Wir haben in der Arbeit Schrottwichteln gemacht. An unserer Weihnachtsfeier. Hat jeder ein Paket mitgebracht mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und meine Chefin hat in dem Paket zwei Bücher drin gehabt, die sie nicht brauchte. Und hat sie mir einfach hier rüber geschoben, weil sie denkt, das könnte zu mir passen. Einmal Koch und Klink, echte Küchenkerle. Ist noch eingeschweißt. Weiß nicht, ob ich es überhaupt lesen werde, ich weiß es noch nicht. Bestimmt was Interessantes mit drin. Sogar mit DVD. Ein Kochbuch eben. Vielleicht kann man da was rausmachen. Es sieht auf jeden Fall sehr leckere Sachen drauf da hinten. Bin schon sehr gespannt. Das sieht sehr lecker aus da. Das da. Sieht sehr cool aus. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht werde ich es mal auspacken und reinschauen. Und noch ein Buch. Was eigentlich recht interessant ist. Also ich finde es echt interessant. Mir wird immer angedichtet, dass ich kein Haushaltsmensch bin. Deswegen haben es mir meine Chefin das rübergeschoben. Der Haushaltsmanagement für Heim und Herd. Und ich habe da während der Weihnachtsfeier ein bisschen reingelesen und es ist ziemlich interessant. Also was es für Tricks gibt, wie man zum Beispiel bestimmte Flecken aus Sachen rausbekommt oder wie man Lebensmittel besser aufbewahren kann. Also Haushalt ist definitiv nicht nur was für Frauen, nämlich sondern auch einfach sehr interessant. Und so vielleicht bekommt man Spaß am Haushalt. Ein bisschen habe ich reingelesen und da ist auch ein Test drin, so ein Einstiegertest, den habe ich mit Bravour bestanden. Ich bin stolz auf mich. Aber recht interessant, also muss man echt sagen. Dann kommen noch ein paar Bücher, die jetzt auch wieder mit meinem Beruf zusammenhängen. Das zeige ich jetzt einfach nur kurz. Ich habe im November schon zwei Experimentierbücher gekauft. Jetzt habe ich nochmal 3, 4. Nämlich einmal ein dünnes Heftchen Experimente in der Kita Feuer und Wasser, Band 1. Das habe ich mir gekauft, weil ich im Dezember das Thema Feuer hatte und irgendwie nichts Besonderes gefunden habe, was jetzt irgendwie gut wäre oder so. Interessant wäre und deswegen habe ich mir das gekauft. Aber Wasser habe ich im Sommer irgendwann habe ich auch Wasser mit drin und da kann ich dann auch mal reinblättern und schauen. Und das ist sehr dünn, weiß nicht, was es gekostet hat. Aber es sind ein paar interessante Sachen mit drin. Dann nochmal so ein Experimentierbuch, Schleim und Schlimmer. Auch sehr cool und sieht auch sehr, sehr cool aus und ist auch sehr cool aufgemacht. Ist ein Ringbuch. Sehr, sehr cool. Auch schon reingeschaut. Kann man bestimmt mal was draus machen. Wie produziere ich Monsterschaum? Wie baue ich eine Rakete? Was ist das ultimative Rezept für klipprigen Schleim? Bestimmt sehr, sehr lustig, mit den Kids das zu machen. So Schleim und so ist bestimmt interessant. Nochmal ein Experimentierbuch. Wer experimentiert, kapiert. Was ist Experimente für Kinder? Absolut ungefährlich. Immer wichtig. Habe ich jetzt noch nicht reingeschaut. Oder nur ein bisschen überflogen. Aber bestimmt auch interessante Sachen dabei. Wobei sich manches in den Experimentierbüchern sogar überschneidet. Dass in manchen sogar dasselbe drin steht. Aber ich habe jetzt einige Experimentierbücher wieder. Und jetzt kommt eben noch eins. Letzte. Das hört sich so richtig cool an vom Namen her schon. Das knallt dem Frosch die Locken weg. Experimentier,
Experimente für kleine und große Forscher. Das sieht auch schon so cool aus. Ja, wieder Experimentierbuch. Aber es klingt cool. Bestimmt kann ich da auch was draus machen. So, und dann kommen wir zum letzten Buch, das ich gestern erst gekauft habe. Ein Humorbuch, lustiges Buch, Mängelexemplar. Musste ich gleich mal mitnehmen, weil ich habe ein bisschen reingeblättert und da trifft so vieles auf mich auch zu. Deswegen musste ich es mitnehmen. Dieser Moment, wenn man merkt, dass man auf einen geliehenen Stift herumkaut. Die besten Facebook-Einträge. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Das ist einfach was für zwischendurch. Also man kann da immer ganz schnell durchblättern, mal wenn man so zum Beispiel schlechte Laune hat, da kann man mal durchblättern und sich ein bisschen berieseln und belustigen, unterhalten lassen. Weil es ist so witzig teilweise, weil teilweise echt Dinge dabei sind, die auf einen selbst zutreffen. Ich habe gestern schon ein paar Dinge gefunden. So, das waren meine Neuzugänge vom Dezember. War jetzt ein Buch für euch dabei, das euch jetzt am meisten interessiert? Schreibt mir es in die Kommentare. Und welche Bücher davon habt ihr vielleicht schon gelesen? Alle Meinungen in die Kommentare würde mich sehr, sehr interessieren, weil die Bücher ja alle ungelesen sind. Und ich ja wissen möchte, ob die Bücher sich lohnen zu lesen oder ob ich da noch warten kann. Ob ich sie sofort lesen soll oder warten soll oder warten kann. Ja, schreibt mir alles in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ansonsten findet ihr jetzt hier irgendwo zwei Videos eingeblendet. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich noch tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.